So, Part 9 von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Was wollen wir machen? Beziehungsweise was soll man machen? Wir sollen eigentlich jetzt zu Zauberkunst gehen. Aber wir sind natürlich Harry Potter und machen das natürlich nicht. Wir haben allerdings noch sonst... Was haben wir denn? Wir gucken mal. Was haben wir denn überhaupt hier? Haben wir genug Kürbisse? Nee, ich glaube, ich muss Kesselkuchen dafür bezahlen. Ich gehe mal zu den Weasleys. Oder waren wir da schon letztens? Ich glaube, da waren wir letztens schon, oder? Ich guck mal. Fortuna Major. Da komme ich nicht rein, da komme ich nicht weiter. Ich glaube, die Porträtpasswörter, da wollen sie... Tut mir leid, Harry, du hast nicht genug Kesselkuchen, um das zu kaufen. Ja, ist mir klar, deswegen musst du mich nicht aufhalten. Oh Gott. Ich bin überspielt, glaube ich. Hier wird schon wieder schwindelig, wenn ich da hingucke. Keine Ahnung wieso. Zauberkunst. Sollen wir das tun? Sollen wir das wirklich tun? Ja. Ich glaube, dann gehen wir zur Zauberkunst. Wenn ich nur wüsste, in welchem Stock das jetzt ist. Hier nicht. Hier? Ich glaube schon, oder? Nee. Nee. Ja, ich bin verwirrt und ich will auch jetzt nicht auf die Karte gucken. Kann ich das überhaupt auf der Karte sehen? Nee. Sehe ich sowieso nichts. Was soll denn der Scheiß? Oh Gott, ich bin müde. Ja, das ist immer so toll, weißt du? Ich bin um, wann? 4 Uhr früh ins Bett. Es bin dann aufgestanden um 1. Und jetzt ist es 6 Uhr abends. Das heißt, es ist so in etwa Mittag rum für mich, oder? Ja, so in etwa. Und scheinbar bin ich um die Mittagszeit extrem müde. Lumos. Hier waren wir ja schon, oder? Ja. Also um die Mittagszeit rum bin ich scheinbar immer extrem müde. Bis, ja, 6 Stunden danach. Stimmt, wir haben noch das komische Buch gemacht, oder? Ja! Und dann um etwa so ab 12 Uhr Mitternacht, da wache ich dann wieder auf. Wir sehen uns. Sehen wir uns? Na, gehen wir mal hier rein. Hallo, ich bin Professor Flitwick. Willkommen zu Zauberkunst. Heute lernen wir einen sehr nützlichen Gefrierzauber namens Glacius. Wer würde das gerne vorführen? Harry Potter, genau mein Mann. Hä, hey, was? Ich hab gar nicht aufgepasst. Nee. Wenn du bitte durch diese Tür treten würdest, können wir mit der Glacius-Aufgabe anfangen. Genau, Harry Potter. Stürz dich mal in den Tod und wir gucken alle lachend zu. Mit Glacius kannst du eine Reihe von Dingen gefrieren lassen, Harry. Fangen wir mit einem Amazonas-Salamander an. Ja. Jetzt Obacht, Harry. Du musst das Geschöpf und sein Feuer auslöschen. Versuch es. Nein. Okay, wir sehen hier cooles Wasser. Na, so cool ist das jetzt noch auch nicht. Es gibt noch cooleres, glaube ich. Es ist schon irgendwie ganz nett gemacht. Ja, worum geht's in dieser Aufgabe? Es ist übrigens die geilste Aufgabe überhaupt. Warum werdet ihr noch gleich sehen und wir müssen da noch eine zweite machen. Das kann ich ja schon mal verraten. Und wir müssen jetzt dieses Vieh einfrieren. Und das müssen wir natürlich sein. Wenn wir ihn jetzt zerstören, dann brennt sein Feuer dumm rum. Und es kommt ein neuer Salamander raus. Genau, wir müssen also immer das Feuer auch noch auslöschen, damit der nicht nachkommt. Seht ihr diese Bahnen? Sie sind cool. Versuch jetzt mit dem Glacius-Zauber das fließende Wasser gefrieren zu lassen, Harry. Nein! Ist hier das coole Wasser? Ja, hier ist das coole Wasser. Wie es halt auch in so einer komischen Kuhle da runterfließt. Ja, genau. Und das ist auch schon der geilste Teil in dem Ganzen. In der ganzen Aufgabe.
Ausgezeichnet. Wow, das ist komplett gefroren. Na. Und jetzt der beste Teil, Harry. Zeit für eine Rutschpartie. Da haben die Entwickler oder die Leute, die sich ausgedacht haben, echt wirklich was Tolles aufgestellt, weil das macht echt Spaß. Und es ist nicht so nervig wie die Sachen bei Mario. Da muss man ja auch manchmal durch irgendwas durchschlittern. Ich bin Harry Potter. Und hui. Genau. Hier kann man entweder schnell oder langsam mit dem Natürlich sollte man nicht zu langsam werden, weil sonst fällt man irgendwo runter. Okay. Ha! Habe ich die Bohne noch. Glatius, 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 Glatius. Übrigens tauen die wieder auf nach einiger Zeit, nicht wahr? Oder versuchen sie, ihrem Feuer wieder zu wärmen. Übrigens ist jetzt irgendwas aufgegangen, oder? Ja, genau, das hier unten, stimmt. Ist ja noch einer. Ein Geheimnis von 5. Oh, eine Bildkarte war auch dabei. Genau. Dann mal weiter hier. Ich finde die Aufgabe toll. Weil du hast halt wirklich viel von diesen Rutschsachen hier. Das macht halt einfach nur übelst Spaß. Muss ja auch nicht alles erwischen. Vielleicht noch die Tür bist du hier. Die Bohnen kann man ja wie gesagt scheißen, weil... Habt ihr ja gesehen. Weil Kesselkuchen wichtiger sind als Kürbisse. Ui. Das ist auch noch ziemlich fies. Irgendwo gibt es hier nicht dann so ein Teil, wo man... Kann man hier eigentlich runterfallen? Ja, kann man. Das Coole ist, wenn man da runterfällt, dann tut das nichts. Allerdings bleiben die Sachen. Das heißt, man kann die Bahn einfach zweimal fliegen. Oder fahren. Schlittern. Ja, aber später kommt halt so ein Teil, wo das Schild sich bewegt und man muss es richtig timen. Wenn man das nicht schafft, dann muss man hoffen, dass man runterfällt und das Schild nochmal holen kann. Sonst kann man die ganze Aufgabe nochmal machen. Das ist natürlich recht nervig. Na, ich scheiß drauf. Ui. Wenn ich jetzt dann hier runterspringe, dann werde ich leider wieder auch hier aufkommen. Oder hier wieder spawnen. Lelele, was gibt's denn hier unten? Mal gucken. Seht ihr das? Da ist ein Schild gewesen. Boah, wieder Zeug. Und schon haben wir diesen Schild. Sind wir nicht cool. Ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen. Das wäre nämlich echt fies. Wir sind Harry Potter. Da gibt es auch noch was. Stupendo. Mehr muss man nicht machen. Dann hat man schon wieder ein Schild. Mann, ist Harry Potter toll. Oh, da kommt noch mehr. Gott. Wie viel ist denn drin in solchen Retterrüstungen? Wer steckt da Kürbisse rein? Genau, dann speichern wir. Und weiter geht's. Mit Harry Potter. So, genau. Und hier gibt's natürlich wieder zwei Sachen. Da kann man sich jetzt extrem langsam durchbewegen. Jetzt haben wir diesen Schild. Und jetzt müssen wir runterfallen. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen nervig, dass man alles zweimal machen muss, aber... Na? Warte mal, habe ich vielleicht was vergessen hier? Nee. Okay. Ui! Ich bin Harry Potter. Dieses Mal nehmen wir die linke Seite.
scheißen auf den Rest an Kürbissen. So, und jetzt kommt dann hier, glaube ich. Nee, doch noch nicht. Ui! Yay, Level laden. Das ist auch noch ganz lustig, dass man halt so viel Strecke zurücklegt, dass man gleich ein neues Level hat. Oh, wir sind schon halb durch. Upsi. Das ging aber schnell. Die Aufgabe macht halt auch unglaublich viel Spaß, finde ich. Yay, Tinnitus auf dem linken Ohr. Piep. Und genug Frösche gibt es hier ja auch. Das heißt, kann runterfallen, so oft man will. Wird nichts kaputt gehen. Hey, ich hab hier Alohomora gemacht. Sammel doch den Scheiß auf, wenn's rauskommt. Mensch, Harry. Harry Potter. Haariger Töpfer. Ja, ja, ist toll. Ja, ja. Mhm. Warum zählt das hier nicht als Geheimnis? Ja gut, wir brauchen noch zwei Geheimnisse dann. Hoffentlich schaffen wir hier auch alles. Nicht, dass ich wieder alles verkacke. Ja, ich muss natürlich alles genauestens untersuchen. Nicht, dass ich hier irgendwie was verpasse. Ja, jetzt kommen immer dieses Herzeigen. Zählt ja nicht als Geheimnis? Nee, das ist schade. Und ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich muss. Ah ja, hier hin. Wie er sich eins aus den Zähnen pult. Nochmal, yay, weil es so lustig ist. Der Harry ja auch so weit werfen kann, aua. Oi, ein Schild. Also manche Schilde sind irgendwie überhaupt nicht versteckt. Ich weiß nicht wieso, aber... Hä? Weil sonst hätte ich ja auch nicht weiterkommen können, oder? Das ist das vierte Geheimnis von Finden. Dann hoffentlich finden wir noch eins. Jetzt muss ich mich wieder blamieren, das wäre ja echt peinlich. Bei Hermine habe ich ja im Schluss endlich auch noch alle gefunden. Dieses geile Wasser, ich finde es toll. Und hier ist natürlich wieder alles mit doppelt machen, verbunden.